In Iowa läuft der Vorwahlkampf zur US-Präsidentschaftswahl 2020 schon auf Hochtouren, auch wenn Amtsinhaber Donald Trump erst gut die Hälfte seiner Amtszeit hinter sich hat. Iowa im Mittleren Westen ist traditionell der erste Bundesstaat, in dem die Vorwahlen zur Kür eines Präsidentschaftskandidaten der Parteien abgehalten werden. Im Januar 2020 ist es wieder soweit, bevor dann im November die eigentliche Präsidentenwahl stattfindet. Die Parteien messen Iowa als Signalgeber viel Bedeutung bei. Iowa hat Geschichte geschrieben, weil es Leute in der Demokratischen Partei US-weit bekannt gemacht hat. Iowa hat Jimmy Carter 1976 zur Wahl verholfen und Barack Obama 2008. Zuletzt hat Iowa für den Republikaner Trump gestimmt. 2020 wollen die Demokraten den Bundesstaat wieder für sich verbuchen. Der frühere Kongressabgeordnete John Delaney hat schon 2017 seine Ambitionen aufs Weiße Haus bekannt gegeben. Seitdem hat er in Iowa mehr als 250 Wahlkampfauftritte absolviert. Ich glaube daran, dass Iowa wichtig ist. Ihr spielt eine unglaublich wichtige Rolle in der Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika. Bei den Demokraten scharren viele Bewerber für das Rennen um die Präsidentschaft mit den Hufen. Im Wahlkampf in Iowa hoffen auch Außenseiter auf ihre Chance.